Kommt das später. Schade. Ja, was ist neu? Achso, hier hinten, drin ein bisschen. Wir haben jetzt ein Bett, wo drin man nicht schlafen kann. Und eine Toilette, wo man nicht zur Toilette gehen kann. Und hier sind auch so. Digga, verpiss dich doch bitte. Komm, Abfahrt. Okay, tschüss. Boah, der läuft doch hoch. Kranker Typ, ey. Krasse Maschine. So, wir haben neu bekommen. Immer noch ein Hub, was wir bauen könnten. Förderbänder. Ich glaube, wir haben jetzt Fundamente, schön. Oder? Ja, und ja. Fundamente. Oh, nice. Endlich. Dann heißt es, wird alles abreißen. Endlich. Aber wir brauchen Beton, aber habe ich nicht so viel. Aber, warte, gib mir bitte. Was? Gib mir bitte das, was du an Beton hast. Oder an Kalk. Ich habe nichts mehr. Du hast gar nichts mehr. Ich habe einen Kalk da. Wo? Da. Du hast nichts mehr an Beton. Nö. Ah, ich hab noch 99, dann passt das ja. Was willst du machen? Hier hoch. Oh ja, stimmt, da oben ist der Kalk. Eine rein. Ich will Fundament. 8x2 reicht, oder? Von unten nach oben. Nicht von oben nach unten. Ja? Ja. Hier so? Ja. Und dann nehmen wir die. Die günstigen. Wie baut man höher? Geht das irgendwie? Gib mir mal das Zement bitte, das Beton. Achso, nein, warte, wir machen ein Fundament und drüber eine Rampe. Ja, genau. Jo, Rampe. Die? Oder die andere? Ja, die kurze. Hier? Okay. Auf die 5. Dann hätte ich gerne das auf die 6 und das auf die 7. Hey, hallo? Oh, das passt nicht. Ich hätte es weiter hinten anfangen müssen. Ja, merke ich gerade auch. Aber mit viel Glück. Reicht nicht. Fuck! Okay. Achtung, geh weg. Wo machst du jetzt? Ja, Markus, das bringt nicht viel, ne? Ich weiß, ich gehe schon mal hoch. Ja, ich gehe aber trotzdem schon hoch, dann können wir abbauen. Ja, aber dann bleibst du jetzt da oben, ne? Nö, alles gut. Ich will nur die Viecher nicht triggern, sonst habe ich gleich ein Problem. Dann können wir nämlich schon mal zeigen, was hier oben ist. Die Frage ist, können wir schon Minator bauen? Nee, ne? Oder Minator? Nee, Minator ist das andere, die Abbauding. Ich glaube noch nicht, muss ich da mal gucken. Ach, den Miner. Miner, danke. Ein Ding, Bruder. Immer wieder gerne. Zack. Okay, die bleiben noch schön da drin. Produktion. Nee, können wir noch nicht. Okay. Aber wir können schon Wände bauen. Oh ja. Okay, dann. Na komm, was soll's? Ich trigger die mal. Oh oh. Oh oh. Hilfe. Dann. Hilfe ist auf dem Weg. Hilfe. Warte noch. Aua. Kurz ein bisschen, ne? Meins? Hier ist noch jemand einer. Jetzt fix da doch. Hier dran. Hallo. Hi. Hä? Tot. Ich esse mal ein paar Bärchis, sonst bin ich gleich tot. So. Was machst du da? Weg nach oben bauen eigentlich. Warum? So. Ich baue die unteren Fundamente schon mal wieder ab, ne? Warum? Ja, wozu nicht? So, Ressourcenverschwendung sonst. Ja, okay. Innen das seine. Dann kriegen wir doppelt so viel wieder. Willst du nicht zu Ende bauen? Wo ist jetzt hier Kalk? Da, wo du scheinbar nicht bist. Ah, hier. Da. So. Dann können wir hier noch eine Plattform hinbauen. Zack, jetzt passt das. Nicht schön, aber egal. So. Okay. Das kommt noch. Kalkstein haben wir relativ. Ne, wie viel habe ich? Ja, 100. Boah, wir sind halt wirklich am perfekten Spot, so, ne? Ah, ich habe noch Minator, sehr schön. Zack. Frage ist, ist die Logik hier wie in Minecraft, dass wenn da ein Block Wasser ist, man nicht stirbt? Nein. Schade. Also weiß ich nicht hundertprozentig. Ach, hier ist die Map gar nicht zu Ende? Lol. Oh. Ich kann jetzt ja nicht anders als. Nein, nicht runterschlagen. Weil das Ding ist als nämlich, Leute. Ich dich runterschlagen, komm her, komm her, komm her, komm her. Wir können uns auch gegenseitig. Bleib stehen, bleib ihm stehen. Ja, wir können uns auch gegenseitig hitten. So, man kriegt auch ein bisschen Schaden dafür. Ist halt das Ding, ne? Also bitte nicht runterschlagen.
Was ist da unten denn noch? Da sind noch mehr Quellen. Was ist denn das? Bist du Eisen? Nö. Kupfer? Oder ist es gar keine Quelle, sondern sieht nur so schön aus? Nö. Kalkstein? Auch nicht. Bei mir backt das in letzter Zeit voll rum, wenn man das wegmachen will. Dann ist da immer noch so dieser... so Umrahmung quasi. Hä? Was? Mir das nicht auf die 4 legen? Danke. So, ich mach schon mal die Förderbänder für gleich. Und zwar... Ah, ich brauche Eisenplatten dafür. Stimmt, ich bin auch meinen Spielstand gewohnt, wo ich einfach das Inventar randvoll habe. Mit sämtlichem Kram. Naja. Wie heißt es so schön? Was man hat, das hat man. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich. Oder so ähnlich, ja. Da, 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 ich hab 6 Beton benötigt. Oh, ich hab kein Beton mehr. Haben wir den Miner eigentlich schon? Nein, den will ich doch die ganze Zeit bauen. Aber da brauchen wir das nächste Upgrade für. Dafür brauchen wir 100 Platten. Ich habe 25. Ich habe... Ich mach Platten. Mach du mal eine zweite Werkbank. Dann können wir nämlich gleich zusammen... Wie macht man das denn? Auf Q, lol. Ja, und wo da? Ja, ganz oben. Mach Werkbank. Ja. Dafür fehlt mir noch eine Platte. Ja, dann mach. Junge, du sollst hier nicht rumlaufen, Kevin. Kevin! Ja, renn, Alter. Fettes Stück Scheiße. Oha. Dani. Ja? Musst nicht. Mann, lass mich doch mal durch, Alter. Wer, ich? Ja. Sorry. Ich hab mich ganz in die Werkbank angestellt. Ich hoffe, es ist besser. Achso. Ja, ich kann auch die Eisenbahn einfach... Mach das erstmal provisorisch hier hin, ne? Wie viel Eisenplatten hast du, sagst du? 75? Ja, ich habe jetzt gleich... 55 habe ich. So, dann reicht das ja, was ich habe. So, und das hier, was ich jetzt baue, ist ein kleiner Geheimtrick für gleich. Müsst ihr jetzt noch nicht verstehen. Ich brauche mehr Beton. Dass ich die Mine zubaue. So, okay. Wirst du gleich sehen, warum. Tust du die Eisenplatten mal rein? Nö, keine Lust. Oha. Kabel kann ich noch nicht machen. Ja doch, könnte ich schon. Ja, ich mach 11 schon. 11 Stück. Da. Ich bin jetzt schon wieder so im Suchtfaktor drin, ne? Ja, ne? Schnellstmöglich so viel bauen, wie geht. Wie geht? Ach ja, können wir ja noch nicht. Ich geh mal kurz bei Kupfer gucken. Ja, Leute, das brauch ich doch gar nicht. Viel mehr kann ich noch nicht bauen. Ne, das war das Kupfer, ja, das war hier ein Kupfer. Okay, Kupfer. Du brauchst ihn übrigens nicht direkt da reinsetzen, ne? Was brauche ich nicht wo reinsetzen? Das Teil brauchst du, mein Minator brauchst du nicht direkt da reinsetzen. Also in die Mitte, du kannst ihn auch am Rand setzen. Ja, ich weiß. Ich meine nur, was das ist. Das ist in der Mitte symmetrischer irgendwie. Ja, aber wir bauen ja mehrere. Aber dann ist so mein Autismus beruhigt. Ah, okay. Ja gut, dann. Kommst du her? Wolltest du gucken? Ja, ich bin da. LOL. Hey. Jetzt haben wir einen zweiten Biomassebrenner. Ja. Congratulations. You have unlocked hub feature additional biomass generator. Und ein Miner MK1. Geil, dann können wir den ja schon mal bauen. Nein, können wir nicht. Wir brauchen einen Minator, 5 Stangen und... Ach ja, ich kann es jetzt mal zeigen. Wir brauchen Plus. So, warum lachst du? Nein, können wir nicht. Wir brauchen erstmal das und das und das. Eisenstangen. Gut, ich werde so einen oben beim Kalk hinsetzen. Mach mal. Das mache ich auch. Für die Minator brauche ich wiederum Platten und Kabel. Hast du Kalk für mich? Nö, musst du dir holen. Das ist schade. Habe ich eigentlich erhofft, so. Nö, sehe ich auch jetzt irgendwo nicht ein, ne, dass ich mich immer um dich kümmern muss. Sehe ich, nö. Finde ich auch nicht okay. Du bist erwachsen, du kannst das selber machen.
Was? Ja, ich wollte gerade sagen, du und erwachsen. Draht brauchte ich, glaube ich, nicht. Weißt du, ich so, dessen Eltern nochmal die eigene Bewerbung durchlesen müssen. Erwachsen. Merkst du, ne? Ja, merke ich. Ich wollte es jetzt so offen nicht sagen, aber du bist nicht ernsthaft jetzt schon tot. Nein, bin ich nicht. Ach, Junge. Banker, 1. April, das war der 17., aber egal. Oh, Mann. Ja, Leute, ich kann da auch nichts für, das ist halt seine Krankheit, so, ne? Der ist halt ein bisschen doof. Beton hab ich. Ja, Mann. Eisenstange hab ich. Und Beton. Oh, ich hab keinen Beton mehr. Hast du Beton? Hab ich. Gib mal. Ich brauch noch einen mobilen Minator-Dator. Mach jetzt nicht den M-Miner, den mach ich schon. Was? Ja, aber ich brauch noch einen. Ja, aber mach, gib mal kurz. Da oben was? Gib mal kurz deinen Beton. Ich brauch 3 Beton. Danke. Du hättest einfach splitten können, das weißt du, ne? So, und jetzt kommt nämlich das, was ich meinte. Man, 18. Ja, pst, wenn ich jetzt mal euch normale Mine zeige, hier hinten zum Beispiel, dann kann ich das frei drehen. Also haben wir jetzt kein Raster. Hier drauf habe ich jetzt aber quasi nur diese 4 Drehpunkte. Somit können wir viel sinnvoller die Funktion zum Abbau nutzen. Das wusste ich tatsächlich noch nicht, ne? Ich auch nicht, das habe ich bei einem amerikanischen YouTuber gesehen. Okay. Oh, ach ja, Eisenstein. Eisenstangen. Schalalalala. So, Kabel kann man mitnehmen. Wir gehen mal spazieren. Schalalalala. So teuer. Wie lass ihn splitten. Komm mal zurück zur Base, bitte. Ja, bin ich. Lass ihn von Anfang an direkt hier splitten. Wir nehmen beide Bio. Na, ja, erstmal brauchen wir nur einen. Ist da schon was drin? Nein, okay. Nimm den linken. Hier. So, jetzt können wir von hier aus nämlich splitten. Schon zu teuer. Ich brauche dringend Kupfer. Habe ich Kupfer? Ja, aber warum jetzt schon splitten? Hä? Ja, du musst doch. Du kannst nur von dem Mast aus verteilen. Nicht von dem Gerät selber. Das ist klar. Ja, das also heißt, kannst du schon, aber dann geht halt nur eins ran, ne? Hä? Ja, also kannst du ja nicht splitten. Lol. Aber guck mal, wir machen einfach so: den linken nehme ich. Nee. Den rechten nimmst du. Das ist dumm. Warum? Weil wir das nachher verbinden werden. Mach erstmal nur einen, wir brauchen so viel Strom zu Beginn nicht. Wir nehmen erstmal nur den linken und von da aus verteilen wir. Okay. So, du gehst jetzt einfach an diesen Strommast dran und nimmst dir deinen Strom, den du brauchst. Ah, Draht, ich vergesse mal Draht zu machen. So. Zack. Jetzt gehe ich nämlich. Achso, das geht ja nicht. Ich weiß, ach, Kevin kommt schon wieder. Ja, lass ihn doch, der will spielen. Ach, denk dran, dass du auf die. Kommen. Denk dran, dass du oft an die Platten dran baust, bitte, ne? Was? Denk dran, dass du an die Platten dran baust. Wie meinst du? Ja, dass du halt mittig baust. Und auf die Platten drauf. Sag doch bitte einfach Fundamente. Dann weiß ich auch, was du meinst. Fundamente. So, der braucht 5 Megawatt, wir produzieren 20. Passt. Und ich brauche Beton. Das heißt, Beton ist Kalkstein. Habe ich Kalkstein? Ich glaube nicht mehr, ne? Ja, du kannst hier nicht bauen. Das geht nicht. Du kannst hier nicht auf Fundamenten bauen. Doch, klar. Warum bist du rot und zeigst mir nicht an, was mir fehlt? Daniel, ich weiß nicht, was du schon wieder für ein Problem hast, aber das Spiel ist eigentlich, was das angeht. Ja, aber was das angeht, ist das Spiel eigentlich bugfrei. Nein, bei mir gerade nicht. Ja, aber eigentlich schon. Ja, aber bei mir gerade nicht. Ja, aber normalerweise schon. Ja, aber gerade nicht. Halt den Mund. So, ich baue hier hinten beim Kupfer nochmal eben eine Werkbank hin. Nur falls du die suchst. Dann können wir nämlich hier hinten direkt. Hä, hab ich nicht. Ach, ich baue Kupfer die ganze Zeit ab und wundere mich, warum ich keinen Beton bauen kann. Oh. Hast du oben jetzt endlich die Minendings gebaut? Den Miner? Nein, aber ich bin da dran. Was fehlt dir noch? Gar nichts. Warum baust du denn nicht? Weil ich die Fundamente erst bauen muss. Weil das ein bisschen komplizierter ist als. Nein! Ach, Digga, doch nicht dahin. Nein, Markus, das ist. Nein, das gehört jetzt mir. Ja, mach doch einfach mal bitte. Du brauchst ein bisschen zu langsam. Ja. Kein Wunder, dass du in der Singleplayer-Welt so übel lange brauchst zum Bauen.
Hast du Beton? Wenn ja, dann geh mal bitte her. Hab ich nicht. Aber du hast schon wieder den Mast falsch gesetzt. So. Du hast schon wieder den Mast falsch gesetzt. Gib mal bitte Beton. Ich hab nichts. Ich hab 3 Beton. Ja, dann gib mir den doch. Ja, nimm doch. Ich bin doch schon vollkommen aus. Ja, dann los. Los. Bau. Baut man den denn? Ja, am besten so, dass er... Du musst noch hier eine Platte hinbauen. Sonst geht das nicht. Geht nicht. Warum? Eieiei. Hier. Ja, genau. So, und jetzt kannst du es nämlich da hinsetzen. Nein, kann ich nicht, weil ich keinen Beton mehr habe. Hier, ich habe Beton. 6 Stück. Bau einfach die Platten wieder unten drunter. Du baust immer doppelt, das brauchst du nicht. Nee. Dann bau nach... Ja, dann müssen wir wieder abbauen und nochmal neu Weg hochbauen. Ja, das können wir ja von mir aus machen. Ja, dann setz. Aber dann lass das doch so machen. Wir lassen den Weg... Nein, lass doch mal kurz. Ja, was denn? Wir lassen den Weg so ungefähr da. Da kommen dann die Förderbänder runter und dann machen wir seitlich noch einen anderen Weg. Noch einen neuen. Ja, ich reiß das nachher eh alles wieder ab. Ja, ich weiß. Ich will das nur für die Förderbänder haben, den Weg. Und dann reißen wir den kompletten Ding ab, dass die Förderbänder in der Luft schweben und bauen das manuell nochmal für uns hoch. So, jo, das ist eine Idee, ne? 120, gut, das ist eine reine Mine, ne? Sehr schön. So, Fördermast. Ist bitte. Och nein, das ist das Ding nicht mittig. Ah. Das stört Markus Autismus. Zack. Okay, ich brauche Eisenplatten. Oh Gott! Achtung, das ist ein Loch, ne? Ja, ja, ich weiß. Habe ich jetzt auch gemerkt. Wie soll das so? Das ist zu teuer, okay. Boah, der ist schon fertig. Krass. Dann packe ich das noch. Genau, das ist nämlich jetzt schon indirekt das erste Problem, wenn man zu zweit spielt. Normalerweise, wenn man spielt, also alleine spielt, braucht man sich die Ressourcen nicht zu teilen. Dann dauert das alles, also an sich ist es quasi gleich, ob man zu zweit spielt oder nicht. Wenn man zu zweit spielt, muss man sich die Ressourcen teilen. Es geht aber schneller voran. Falls ihr gerade Hintergrundgeräusche hört, ich stelle gerade meinen Schreibtisch runter. So. Ich stehe nämlich schon seit heute Morgen 6:30 vorm Rechner. Also will ich stehen. Und jetzt will ich mal sitzen. So. Ja, und so gesehen quasi teilen Daniel und ich uns jetzt quasi die Ressourcen, können aber doppelt so schnell bauen. Also ich glaube, das macht nicht viel. Da tut sich nicht viel zwischen den verschiedenen Stadi. Also ob man jetzt alleine baut oder mit zu zweit. Aber alleine muss man quasi doppelt so viel bauen. Aber braucht man doppelt so viel Zeit zum Bauen. Hat aber die Ressourcen für sich. Wenn man zu zweit spielt, kann man zwar doppelt so schnell bauen, muss sich aber die Ressourcen teilen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen tricky. Das ist ein bisschen tricky. Ach ja, die Strommasten bitte immer auf Eck setzen, also an die Kante. Okay. So wie hier. Den hier, so wie der. Ne, der ist schief. Das stimmt, Markus. Autismus. Hör mal auf mit dem Autismus, Daniel. Nein, aber es ist halt sinnvoller später auch zum normalen Bauen, wenn wir später bauen. Weil so können wir nämlich die Platten drumherum immer abreißen. So, was mit Dings? Was wollte ich bauen? Kupfer. Nicht Kupfer. Platten. Beton. Platten habe ich. Ja, dann mach hier Förderband. Nee, doch, 44 Stück. Genau, dann können wir das da oben nämlich abreißen. So. Schön. Okay, du reißt schon ab, perfekt. Brauchen wir gerade Fläche hierhin, bitte? War ziemlich scheiße aus, oder ist ja egal, ne? Ja, du musst das ja abreißen da drunter. Und Fördermast. So. Das ist ja erstmal nur, um Ressourcen zu sparen. Jetzt baust du von der Base hier hin. So viel habe ich nicht mehr. Hä? Okay. Das war's. Dann gehen wir halt kurz hoch und holen uns was von oben. Boah, ich wäre fast runtergelaufen. Kannst du mal bitte in der Zeit, wo ich die Sachen hole, den Constructor bauen? Wohin genau? Ja, am besten dann hier unten hin. Direkt hier hin, wo das Förderband quasi endet. Okay. Dann reißt das letzte Schritt nämlich nochmal ab, dann machen wir das neu. Warte. Brauche ich noch? Ja, ich brauche hier noch, Sachen dafür. Okay.
Ich mach den zweiten nochmal den aus, ne? Und sparen wir Biomasse. Na, ist egal. Wir haben's. Hey, das ist egal, der verbraucht eh keine, wenn du den anhast, aber nichts angeschlossen ist. Okay, weiß ich. Darum sag ich ja, ist egal. Okay, ich mach nochmal schnellstens Beton für die Pladdies. Und dann müssen wir gleich mal gucken. Oh ja, Schrauben können wir auch schon machen. Stimmt, die brauchen wir für gleich. Oh, wir werden nachher so viele Schrauben brauchen, ne? 12 davon. Ja, Schrauben müssen wir wirklich gucken, dass wir davon am meisten machen. Oh, das war falsch. Oh, ich dachte gerade, ich baue den Weg unter mir ab, obwohl ich noch hin muss. So. Den Tipp habe ich nämlich auch gelesen. Oder werden, so werden wir das machen, dass wir den Weg immer, egal wo wir sind, hier hin. Ganz ans Ende. Brauch noch 2 Cables. Habe ich. Hier. Ja. Dass wir immer von der Base aus die Plattform bauen und dann auch von mir aus quer durch die ganze Landschaft uns bauen. So haben wir immer einen zentrierten Weg. Andersrum. So, ne? Ja, genau. Achso, jetzt können wir hier nicht durch, scheiße. So. Alter, ich dachte gerade schon. Da, nach da. So, dann soll der Beton machen, ne? Ja. Dafür braucht er dann noch von dem da oben am besten Strom. Hä? Aber. Achso, ja, geht auch. Aber, ja doch, stimmt, ist besser, weil er da die, den Strom, den Strommast hat. Ich mach das eigentlich immer so, dass ich Strommasten aufteile. Weißt du, der da oben ist so für, ja, aber wir müssen Beton gucken, dass alle? Die Seite passt. Weil der hat den Anschluss ja hinten rechts. Von hier aus gesehen. Ja. Ja, und das wäre halt schöner, wenn das wirklich auf derselben Seite ist, ne? Ja. So. Aber ist es ja. Eine ungültige Form. Achso, ja. Dann zieh das schon mal bis hier. Oh, da kommt schon das erste Beton, Daniel. Oh, oi, geil. So. Können wir schon das machen, was ich denke? Ja, können wir. Und ich kann den sogar schon bauen. Und ist es zu teuer. Ich brauche Zement. Was denn? Siehst du gleich. Ah, das ist aber Quatsch. Das machen wir nämlich anders. Stopp. Weg. 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 Und weg. Oh. Ah, ich glaube, du meinst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß auch, was ich meine. Fängt mit L an und hört mit Agar-Container auf. Ja. Hm. So. Das ist nämlich die intelligenteste Möglichkeit, um keine Sachen zu verschwenden. Denn sonst ist es ja so, wenn wir Sachen produzieren, landen die später, also hören die Maschinen auf zu bauen, zu fördern, also, ne, oder halt zu konstruieren. Weil die haben nur ein bestimmtes Limit, bestimmtes Maximum, was die halt erreichen können. Die hören und halt beim Förderband auf. Wenn da kein Platz mehr ist, dann machen die auch nicht weiter. Genau, so. Da wir noch nichts angeschlossen haben, setze ich vorne immer jetzt so ein Förderband dran, dann sehen wir, was da drin ist. So, okay. Hast du das Upgrade schon geholt? Nein. Wo soll denn der Konstruktor für Eisen hin? Weil das bräuchten wir ziemlich dringend. Ja, hier vor direkt. Also dann quasi. Ja, die Frage ist, machen wir gerade Produktionsstraße und unterteilen wir das in 2 Etagen? Dass wir sagen, unten wird gefördert, oben wird gebaut. Ich würde eher sagen, wir machen es nach oben hin. Unten fördern wir Rohstoffe und oben hin bauen wir dann ab. Ich habe also tatsächlich auch, wenn wir irgendwann schon an einem Punkt angelangt sind, überlegt einfach zu sagen, yo, wir machen das Ganze halt mit Wänden. Also dann quasi so mehrere Fabrikhallen. In der ersten Halle produzieren wir Förderbänder zur zweiten Halle. Da wird dann weiterverarbeitet. Oder halt stehen ganzen Schmelzen. Dann in der dritten wird weiterverarbeitet und so weiter, weißt du? Naja, genau. Dass wir dann halt so verschiedene Hallen dafür haben. Dann haben wir quasi eine Halle, wo alle Lagercontainer drin stehen. Das ist richtig. Das würde ich halt so machen jetzt, ne? 3 verstärkte Eisenplatten. Okay, das lassen wir erstmal für später. Wir müssen nämlich das dann später teilen, das Band. Weil die Maschine oben produziert mehr, als er hier einbauen kann, ne? Als er verbraucht. Habe ich noch Kalkstein? Kupfer, Kupfer, das ist Eisen. Kupfer. Ja, ich baue das jetzt einfach erstmal hier hin, so provisorisch. Was? Bauen wir dann alles später noch um? Ne, wir können jetzt auch schon hochbauen, wir haben doch genug. Nein, ich will nicht unbedingt hochbauen. Hä? Klar. Nein.
Klar, wieso? Unten bauen wir Rohstoffe und nach oben hin bauen wir dann die verschiedenen Etagen. Ja, aber ich würde das nicht, ich würde das so trotzdem geteilt auf dem Boden machen, weißt du? Nee, das haben wir später, guck mal, wir haben hier 6 oder 5 Eisen, 1, 2, 3, warte. Wir haben hier alleine 1, 2, 3, 4, 5 Eisenquellen. Weißt du, wie viel das gefördert wird nachher? Okay, 6 Eisenquellen direkt umgehen. Das ist nicht so schlau. Das passt nicht, Daniel. Das Förderband geht da nicht hin. War doch. Okay, Glück gehabt. Lol, als ob. Ja, was willst du bauen? Eisenstangen für Schrauben. Oder Eisenplatten, weiß ich nicht. Was wir können ja später, aber lass uns erstmal. Erstmal Eisenplatten, würde ich sagen. Ja, dann baue ich nämlich schon mal die. Nee, du hast. Was hast du jetzt angefangen mit der Maschine? Noch gar nichts, weil da noch kein Strom dran ist. Eisenplatten, ja, da mache ich nämlich die Eisenstangen. Okay. Nee, mach du Eisenstangen, weil die gehen schneller, dann kann ich die Eisenplatt machen, die dauern länger von der Maschine her. Da machen wir die besser per Hand. Okay. Maschine macht mach Stangen, ich mach Platten. Aber ich glaube, da schließen wir jetzt schon den zweiten Dings an. Nee. Nee, als ob das da noch dran geht. Hä, siehst du doch. Wir verbrauchen 9. Und das Ding benötigt 4. Ach so. Wir haben 20 und 9 nutzen wir aktuell. Warum funktioniert es jetzt nicht? Hallo? Ach, och, ich bin so ein Idiot, ne? Das ist ja Eisen. Ja, ich weiß. Der vorher geschmolzen werden. Ja, ich weiß. Ich wollte nur nichts sagen. Ich dachte so, ja, das irgendwann kennst du selber. Ich mach schon mal das Hub-Upgrade 5, ne? Also, so langsam, allmählich, irgendwann mal. Ich würde es halt trotzdem eigentlich viel lieber so in verschiedenen Hallen machen, anstatt hochzubauen. Ja, aber dass du wirst später merken, das wird nicht funktionieren. Warum? Weil wir so wenig, wir sind hier eingeschlossen von Felsen. Wir müssen also zwangsläufig eh zumindest auf die Höhe über den Felsen kommen. Wir machen unten einen Eisenerzabbau und dann gehen wir hoch und oben auf der Etage können wir von mir aus machen, was wir wollen. Aber wir müssen zwangsweise allein aufgrund der Gegebenheiten hier nach oben bauen. Wir können, falsch, müssen wir nicht, wir können hier hin in diese Richtung, guck mal. Richtung diesem Stein, also Richtung Kalkabbau, Kalksteinabbau und dann gerade einfach bauen. Das würde ja gehen, dann dass wir halt in diese Richtung jetzt bauen. Dann halt so verschiedene Hallen. So, erste Halle wird abgebaut. Also ja, aber dann machen wir das hier hin. Sorry, falsche Richtung. In diese Richtung bauen wir. Welche? In die Richtung. Da. Wie markiert man? Mit Alt und Linksklick. Dass wir da oben hinbauen. Also nicht hoch, aber halt, ne? Ja. Hier ist dann halt noch wirklich irgendwas. So. Ach, hier ist unser kleines Monster. Hallo. Hallo, oh. Gustav! Oh! Nein! Ja, der ist tot. Ups, war ich nicht. Oh, wir haben immer noch Eisenerz, Junge, das wird so krank werden, Alter! Aber du weißt, wie ich das meine, ne? Du, ja, weiß ich. Weil ich finde das halt voll nice, wenn du dann so eine Halle hast, dann kommen da die ganzen Förderbänder raus mal und dann. Strom oder so, dann. Ja, ist doch schon. Nein, ist nicht. Doch, ist doch. Jetzt? Ja, nee, war schon die ganze Zeit. Nein, war es nicht. Doch, doch. Nein, war es nicht. Doch, doch. Nein, nein. Doch. Nein. Glaubst du mir etwa nicht, Markus? Nein. Jemals anlügen? Ja. Boah. Das ist jetzt echt, nee. Nee. Ja, jetzt heul da wieder, der Kleine, der Muschkopf. So, ich hab gleich die dafür? Platten schon mal fertig. Sonst macht das per Hand, Daniel. Eisenplatten. Oh. Ich habe gleich schon mal 100 Platten. Jetzt 100 Platten. Das heißt, wir brauchen noch mal 100 Eisenbarren. Oh, das wird so teuer, ne? Egal, das können wir uns leisten. Ja, bald geht das ja automatisch mit den Platten und so. Ist ja nur erst mal am Anfang. Ich brauche noch ein bisschen Eisenerz. Das klaue ich gleich mal raus. Was soll ich jetzt, Eisenplatten oder Eisenstangen machen? Eisenstangen, ich mach schon die Platten. Ja, sag ich ja irgendwann recht zusammen. Ja, macht ja nichts, ist doch nicht schlimm. Jetzt können wir direkt zeigen, was passiert ist. Ist doch nicht dramatisch. Dann kann der nämlich schon mal weg. Und hier kann Dings hin. So, dann mach endlich das mal symmetrisch. Zack. So. Was machst du? Passt. So, jetzt läuft alles wieder. Jetzt haben wir 40 Megawatt.
Jetzt bin ich raus. Ach nee, ich wollte weiter. Doch, ich brauche Eisenerz. Du hast übrigens falsch gebaut, Daniel. Reiß das bitte nochmal alles ab. Warum? Da muss ein Lager zwischen. Habe ich doch am Anfang an erklärt. Ach, zwischen alles, ne? Ja, na klar. Darum musst du nämlich wesentlich größer bauen. Ja, stimmt. Darum ist es nämlich später dann schon wieder mit zwei Etagen sinnvoller.